Hilfe bei Trennung und Loslassen eines Narzissten. In diesem Video besprechen wir, was man gegen den Trennungsschmerz einer toxischen Beziehung neben des Wiederaufbaus und der Stärkung des eigenen Selbstwerts, der Selbstliebe, tun kann. Denn gerade die Destabilisierung des Selbstwertes war neben dem Aufbau des Traumabonds ein Hauptziel des narzisstischen Beziehungspartners, um dem anderen die Trennung möglichst schwer und schmerzhaft zu machen. Warum die Beziehung zu Narzissten toxisch und was genau ein Traumabond ist, ist nicht Inhalt dieses Videos. Darüber haben wir bereits an anderer Stelle gesprochen. Klar ist, die Trennung und das endgültige Loslassen eines Narzissten ist nicht einfach, denn das Zusammenleben war ja geprägt vom emotionalen Missbrauch. Und daher ist eine Partnerschaft eben mit einem Narzissten eben nicht eine wie jeder andere und sie ist auch nicht vergleichbar. Und Sprüche wie, naja, es gehören ja immer zwei dazu, sind daher grundfalsch. Man hört sie trotzdem oft. Aber sie kommen halt dann meist von Leuten, die eine derart missbräuchliche Beziehung nicht erleiden mussten und daher gar nicht mitreden können. Wenn dir das Thema gefällt, dann bitte ich dich mit einem Like oder Abo um Unterstützung dieses Kanals. Meinen Teammitgliedern danke ich besonders für deren Support. Dankeschön. In puncto Trennungsschmerz vom Narzissten verarbeiten, beginne ich im Coaching oft mit der Schmerzskala. Der Klient soll sich eine Skala der Schmerzen vorstellen im Bereich 1 bis 10. Nun überlegen wir uns zunächst, etwas für die schlimmsten Stufen, 8 bis 10. Dieser Skalenraum wird vom Klienten mit einem Schmerz belegt. Da kann und wird der Narzissten-Trennungsschmerz also nicht stehen. Und das Ziel ist, dass sich Betroffene in einem ersten Schritt klar machen, dass ihr gefühlter Trennungsschmerz zwar da, aber so extrem hoch nicht ist. Jedenfalls im Vergleich zu anderen Schmerzen, die man hoffentlich niemals erleiden muss. Okay, was also könnte eine 8 auf unserer imaginären Schmerzskala sein? Eine unheilbare Krankheit vielleicht, von der man bei einem Routinearztbesuch erfährt. Ein Schock für jeden. Auf der 9. Vielleicht eine unheilbare Krankheit mit unsäglichen Schmerzen, die zu 100% tödlich enden wird. Und auf der 10, dein Kind leidet an dieser Krankheit. Das ist nur ein Beispiel. Den Skalenbereich 8 bis 10 entscheidet der Klient in meinem Coaching selbst. So, nun kann der Trennungsschmerz vom Narzissten also nur noch auf der 7 landen, maximal, denn die 8 bis 10 haben wir ja gerade belegt. Die Skalenstufe 7, der Trennungsschmerz vom Narzissten da? Ich denke, da stellst du sicher einen anderen Schmerzverlust hin. Vielleicht eine Amputation von Hand, Arm, Bein. Was stellst du dann auf die 6? Den Verlust deines Hauses, all deines Vermögens? Wenn dein Kind für immer mit dir bricht, sicher alles wertvoller und schlimmer, wertvoller als ein Leben mit einem toxischen Menschen, oder? Gut, jetzt bleiben noch die Skalen 1 bis 5 übrig. Und wenn ich dir nun sage, dass du mit den richtigen Mentaltechniken und der Arbeit an dir 2 Skalen abarbeiten kannst, also die 5 und die 4 mindestens, was bleibt dann für den Narzissten-Trennungsschmerz? Genau, die 1 bis 3. Wie du weißt, heilt ja die Zeit viele Wunden und du wirst lernen, an deinem Selbstwert, Selbstliebe zu arbeiten. Damit fällt dann auch die 2 und die 3 weg. Übrig bleibt die 1 mit fortgeschrittener Heilung. Die 1. Vergleichbar mit einem verstauchten Handgelenk? Aushaltbar, oder? Du siehst,
Die Chancen auf ein Mega-Leben nach dem Narzissten stehen sehr gut für dich. Du musst es nur angehen. Wie man sieht, wir beginnen mit der Schmerzskala, die Verarbeitung der Trennung von einem Narzissten im Kopf. Und damit genau geht es im nächsten Schritt weiter. Nicht mit dem Herzen, sondern mit dem Kopf. Der wohl größte Unterschied bei der Verarbeitung einer beendeten toxischen zur normalen Beziehung. Worum geht's? Du hast verstanden und auch dein Bauchgefühl sagt dir, dass du eine Beziehung mit einem narzisstischen Menschen führst, die dir nicht gut tut. Ihr habt euch getrennt und obwohl es dir nun eigentlich besser gehen müsste, leidest du mehr als bei anderen Trennungen. Dann bist du vermutlich, wie wir ja auch jetzt wissen, an einen Narzissten geraten, der dich im Traumabonding gefangen hält. Um das zu verstehen, Achtung, wie der Kopf, sieh dir gerne meine anderen Videos zum Thema Narzissmus in der Partnerschaft an. Erkennen ist also der erste Weg zur Heilung. Also mache dir die folgenden Sätze und Ratschläge jeden Tag klar. Und wenn du das tust, wird es dir nicht nur besser gehen, sondern du wirst erkennen, dass nicht du das Problem in der Beziehung warst, sondern ein Mensch mit einer Persönlichkeitsstörung. Okay, legen wir los. Erkenne an, dass in der Beziehung eine ernsthafte Gefahr nicht nur für dein Hab und Gut bestand, sondern auch für Leib und Seele. Von daher war es höchste Eisenbahn, dass ihr euch getrennt habt. Wirklich. Verstehen, sprechen, anerkennen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt bei der Heilung. Der nächste Punkt. Verstehe, dass dein Narzisst sich niemals ändern kann und wird. Müsste ihm alles, wirklich alles genommen werden, bevor er eventuell in eine Therapie einwilligt. Google mal gerne die Heilungschancen. Ein Narzisst ist von seiner Großartigkeit so überzeugt und so überheblich, dass er sogar seinem Psychotherapeuten anbieten würde, diesen zu heilen. Kein Witz, ich weiß es aus Kundengesprächen. Ein Narzisst braucht immer mehrere Supply. Willst du wirklich weiter nur eine von vielen Nummern in seiner Handykontaktliste sein? Sei dir dafür bitte zu schade. Ein toxischer Mensch will nur seine akuten Bedürfnisse befriedigen. Mit Liebe hat das nichts, aber auch gar nichts zu tun. Dazu zählen meist Sex, Geld, Dach über dem Kopf oder Prestige, Aufwertung durch andere dich. Er kann sich nicht in dich hineinversetzen und nachfühlen, wie weh dir das tut, da er selbst ja keine Gefühle und Emotionen wie Mitleid und Liebe verspürt. Du bist im Moment seiner Bedürfnisbefriedigung nur ein Objekt, nicht mehr, nicht weniger. Du sehnst dich nach dem Menschen aus der Lovebombing-Phase zurück, das kann ich verstehen, aber das wird nie passieren. Denn jetzt in der Abwertungsphase gegen Ende der Beziehung, erst jetzt zeigt dieser Mensch sein wahres Gesicht, sein Wesen. Wie viele On-Off willst du eigentlich noch über dich ergehen lassen? Ich bin sicher, dass du das kennst, wenn du in so einer Beziehung steckst. Diese permanenten On-Off-Phasen. In der Regel machen Betroffene das 7 bis 8 Mal durch, bevor sie endlich einen Schlussstrich ziehen. Dich quälte diese Zeit der Ungewissheit sicher. Einen Narzissten macht das aber nichts aus, denn Nähe und Sicherheit sind ihm nicht wichtig. Das Fremdgehen zumindest während der Off-Zeit schon. Akzeptiere, das Bild der perfekten Liebe zum Narzissten war nur eine Illusion. Nicht nur dahersagen, du musst es verstehen und akzeptieren. Du kannst nicht jemanden lieben, der dir andauernd wehtut. Bald wird dich dieser Schmerz auffressen.
Schreibe eine Negativliste mit allem, was er dir angetan hat. Nicht nur die großen Klopfer, sondern jeden kleinen Shit, alles, was dich verletzt hat und was du nie wieder erleben möchtest. Oder willst du das wirklich wieder haben? Ein Narzisst kann nicht lieben, weder sich selbst noch andere. Und auch du liebst diesen Menschen nicht. Dafür ist der Missbrauch zu groß. Du brauchst ihn möglicherweise. Ersetze dann die Worte, ich liebe ihn, mit, ich brauche ihn. Frag dich dann, wofür? Diese Frage würde zum Beispiel im Coaching bei mir erarbeitet werden, denn sie ist extrem wichtig für deine Heilung. Und frage dich am Ende, wenn du das alles bedenkst, willst du mit so einem Menschen deine restlichen Lebensjahre verschwenden? Mit Qualen, Betrügereien, Manipulationen, Erniedrigungen und Lügen? Sicher nicht. Und es mag dir auch ein kleiner Trost sein, anhand unserer Community zu sehen, dass du kein Einzelfall bist. Ganz wichtig, lass zur Trennung zunächst deinen Verstand mit diesen Aussagen arbeiten. Dein Herz wird dann folgen. Erkennen, anerkennen und verstehen sind der Anfang und das Ende. Es hilft nichts, einfach abzuwarten und nichts dafür zu tun. Man muss seine Heilung nach einer toxischen Beziehung, Achtung, aktiv angehen. Die Zeit heilt alle Wunden, sie tut etwas dazu und bei einer normalen Beziehung mag das so sein, aber nicht nach einer toxischen Beziehung. Du musst die Sache, deine Heilung, aktiv angehen. Von mir aus sieh dir dieses Video immer wieder an und speichere es. Und dann wünsche ich dir viel Kraft und falls du es dennoch nicht alleine schaffst, von diesem Menschen loszukommen, ich kann dir helfen, Kontakt über mein Profil. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like und Abo freuen. Alles Gute auf deiner Reise durchs Leben.